Heute reden wir in der Spreerunde über Google Glasses und wenn das Internet gar keine Websites mehr hat. Abonniert unseren Kanal und diskutiert fleißig mit in den Kommentaren. Die Spreerunde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Berlins. Ja, viele Unternehmen machen sich gerade darüber Gedanken, wie sie ihre Desktop-Website in Zukunft für Handys optimieren, wie denn so eine mobile Website aussieht. Und ich mache mir gerade Gedanken, wie sieht eigentlich eine Website aus, wenn sie gar keine Website mehr ist, wenn wir in Zukunft nur noch Daten haben. Ich bringe mal das Beispiel, das ich euch gerade schon gesagt habe. Ich wäre eine Bäckerei, dann hätte ich vorher eine Website gehabt, was ich so im Sortiment habe, Brezen, Kuchen, Semmeln, Brötchen, wie auch immer. Jetzt hätte ich das Ganze reduziert als Website. Und wenn wir jetzt in Zukunft über Daten und Informationen nachdenken, dann wäre es doch eigentlich cool, wenn ich sage, Moment mal, ich habe Kunden, die haben eine Unverträglichkeit auf Laktose, die anderen haben das und das, der und der, das und das und in Zukunft gehe ich mit dem Handy rein und bekomme sofort den Datenfeed, welche Brötchen, welche Schrippen, welche Semmeln kannst du essen, welche nicht und ich synchronisiere das dann mit meinem Fitbit, also so ein Tracker, so ein Kalorien- und Bewegungstracker und all diese Informationen. Sind wir sofort drin, auch beim Thema Google Glasses, was wird da eingeblendet? Ja? Also ich bin ja sehr skeptisch, was Google Glasses angeht. Ich persönlich möchte das eigentlich nicht haben, dass mir irgendwelche Informationen übergeblendet werden über die tatsächliche Welt, die nur ich sehe. Denn ich glaube, man sieht auch affig aus, wenn man in Luft rumfuchtelt und irgendwelche Dinge bedient. Ich hörte die Formulierung Glasshole. Ja, zum Beispiel als Glasshole durchgeht, weil man irgendwelche Dinge sieht auf einmal, die kein anderer sieht. Und ich möchte das nicht haben. Ja, wir sind ja erstmal... Du hast es selber noch nicht aufgehabt, du weißt ja gar nicht, was da passiert. Aber wir sind ja jetzt eigentlich kurz vor dem Schritt, dass so ein iPhone, was heute noch 500 Euro kostet, in 5 Jahren wahrscheinlich in der gleichen Leistungsqualität wie heute vielleicht 20 Euro kostet. Das heißt, man kann sozusagen diese Kapazität, diese Leistungsfähigkeit überall einbauen. In die Brille, in die Schuhe, in die Hosen, in die wo auch immer rein. Wenn ich das mache, kann ich natürlich eine wahnsinnige Power an Informationen dort bereitstellen. Ich persönlich halte jetzt dieses Bäckerbeispiel für hinkend, weil meinen Bäcker kenne ich und die 3 Brötchen, die ich da am liebsten mag und vertrage, die kenne ich auch und eigentlich möchte ich auch nicht wissen, wie viel Kalorien die haben. Also da bin ich mir nicht so sicher. Aber diese Vorstellung, dass ich einen Datenstrom habe, den ich in meine Brille einblenden kann, und zwar der für mich relevant ist, also nicht irgendwie noch mehr Info-Overflow, sondern tatsächlich die Dinge, die für mich relevant sind, eingeblendet werden. Das ist ein riesen Usability-Thema. Das ist natürlich ein Kracher und da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Also wenn ich nur an die Autos denke, ja, da gibt es ja schon irgendwelche hakligen Navi-Systeme, die immer noch irgendwie doof aussehen und in zweiten Fall wenn die Autos da miteinander können und mir plötzlich dann noch 3 Sachen zusätzlich einblenden, weil sowieso das ganze Dashboard nur noch ein großes Internet ist. Lass uns mal versuchen, komplett von der Optik zu lösen. Auch die Brille, wenn ich etwas sehe, hat etwas wieder mit Optik zu tun. Dann sage ich halt, gut, dann muss halt mein Icon kleiner sein. Aber lass uns mal komplett lösen von der Optik. Nehmen wir das Beispiel der Taxis. Früher gab es eine Kleinanzeige, Stellenanzeige in den gelben Seiten. Dann kam irgendwann die suchmaschinenoptimierte Telefonnummer, dass wenn ich nach Taxi Berlin gesucht habe, dann wurde mir die Telefonnummer groß angezeigt. Dann kam, also mit einer Website optimiert, dann kommt jetzt vielleicht die mobile Website. Heute haben wir ganz viele Taxi-Apps und ungeschlagen MyTaxi, die versucht haben, dieses ganze Geschäftsmodell zu digitalisieren, dass sie gesagt haben, mich interessiert eigentlich nicht mehr, wie das Taxi aussieht, sondern mich interessiert nur, wo es langfährt, ob es frei ist, ob es nicht frei ist und ob es Kreditkarten nimmt oder nicht. Also diese Informationen zu sammeln und die irgendwo zu aggregieren. Das ist der Dienst als, ich sag mal, API, Programmierschnittstelle, würde man sagen. Ja? Und jetzt ist genau die Frage, wie sehen andere Geschäftsmodelle aus, die heute völlig analog sind, die sich heute Gedanken machen, wie ihre Daten schön aussehen im Web. Wie sieht denn eine Website auf einer Kreditkarte aus? Wie sieht eine Website aus in einem Turnschuh? Habe ich da eventuell irgendeine Verknüpfung? Und da ist die Bäckerei insofern das Beispiel gewesen, dass man sagt, auch da gibt es Informationen, wenn ich zum Beispiel in Zukunft im Bereich der Healthcare irgendwelchen E-Tracker habe, ich sage, okay, ich darf das und das essen, das darf ich nicht essen oder wie oft in die Woche will ich das und das essen, weil ich abnehmen oder zunehmen will, dann ist diese Information ja auch in so einem kleinen Gerät oder auf meinem Smartphone gespeichert und dementsprechend könnte genau die Auswahl schon kommen, Achtung, in 500 Metern links in der Bäckerei gibt es genau das, was dein Tageszoll erfüllen soll. Nur da muss die Bäckerei auch diese Daten zur Verfügung stellen. Wir stehen da erst ganz am Anfang, aber alle Prozesse, das ist meine These, alle Prozesse, die wir haben, die in irgendeiner Art und Weise mit Daten zu tun haben, mit Datenfluss zu tun haben, mit Informationen zu tun haben, werden digitalisiert und
sind sowieso schon mobil verfügbar und dann sozusagen abgekoppelt von dem, der Frage, auf welchem Bildschirm kommt das. Das heißt, die Information als solches, und das kann der Füllstand des Glasiglus sein, ja, ja, das ist auch schon ein Prozess, die, nämlich für die Firma, die den Glasiglu leert, ist die Frage, fahren wir einen leeren Glasiglu an oder fahren wir die vollen an, ein richtig ökonomisches Thema. Also macht die Glasiglu smart, die sollen bitte melden, wann sie voll sind, damit wir sie zur richtigen Zeit lösen können. Bei mir fährt jeden Tag irgendein Müllwagen vorbei, um heute das Papier, morgen den Biomüll, übermorgen irgendwie die gelbe Tonne zu löschen. Die Hälfte davon ist leer. Das ist totaler Quatsch. Da könnte man allein in den Prozessen könnte man Milliarden einsparen, wenn jeder einzelne Mülltonne sagen könnte, hallo, ich bin voll und zwar morgen. Ja? Dann hätte man eine wunderbare, also schon wirklich viel, viel Geld gespart. Wir sind komplett drin im Big Data-Thema, oder? Ja. Also was ich glaube, was passieren wird, ist, dass die Marken wegbrechen werden. Weil sobald ich natürlich ein Produkt nur noch als Service betrachte und das auf meiner Service-Nutzungsplattform, wenn ich meine eigene Banking-Software benutze, die nur an die Programmierschnittstelle der Bank randockt, dann merke ich ja eigentlich gar nicht mehr, bei welcher Bank ich bin. Das heißt, die Marke, das Corporate Design ist komplett, das sehe ich ja gar nicht mehr. Das glaube ich auch nicht. Also wenn ich mir anschaue, was wir für Services heute nutzen, wo wir sagen, wir sind mittlerweile so fest verbunden, wir können gar nicht mehr los. Weil da steckt schon so viel drin. Also diese Abhängigkeitsstrukturen, die du generierst. Also nehmen wir ein Beispiel jetzt, es ist eine Musikplattform oder es ist eine Filmplattform. Das ist ja schon das Einfachste. Ich kriege meine Musik oder meine Filme sind daher und ich habe meine CDs, DVDs weggeschmissen. Oder dass du sagst, ich habe meine Sachen dort gespeichert in der Cloud. So ein Beispiel wie Runtastic oder Nike Fullband. Du entscheidest dich für eins der beiden und du fängst nicht an, auf zwei unterschiedlichen Systemen jetzt deine Fitness zu tracken. Es sei denn, ich habe eine Metaebene, zum Beispiel gibt es für Cloud-Speicher, dass ich also nun einen Speicherdienst habe, der nicht mehr macht als die Dropbox und mein Google Drive einfach zusammen in eins zu fassen. Und ich merke gar nicht, ah ja, das ist jetzt gerade eine Dropbox, ah nee, das ist ein Google Drive. Also die Metaebene ist, glaube ich, immer der Schritt, der immer geht irgendwie, der ist aber auch dann, der die Marke kaputt macht. Nee, ich glaube das Gegenteil. Also wir werden den Siegeszug von Marken erleben. Und zwar haben wir gerade im Netz und gerade eben mit informationsbasierten Prozessen einen wahnsinnigen Druck zur Konsolidierung. Ja? Was fällt uns ein mit Cloud-Diensten? Dropbox und Google Drive. Und dann wird es schon sehr, sehr leer. Ja? Also das heißt, da mag es andere Anbieter oder Wettbewerber geben, aber die Wahrnehmung und das Vertrauen in einzelne Dienste und Marken wird da noch viel stärker sein. Du gehst heute, wenn du denkst, Auktionshaus im Internet, ja, da fällt dir eins ein und nichts anderes mehr. Und genauso wird diese Konsolidierung und der Drang hin zu großen Marken noch viel weiter anhalten. Und ich glaube deshalb, dass Marken ungleich wichtiger werden, weil wem vertraust du denn? Also ich möchte nicht in irgendeiner obskuren Volksbank in, oder nicht Volksbank, aber einer obskuren Kleinstbank in einer Kleinstadt, deren API benutzen und hoffen, dass das auch alles so richtig funktioniert und dass sie die Prozesse im Griff haben. Also gerade da, wo es dann wichtig wird für mein Leben, für mein Geld, für meine Gesundheit, was auch immer, da werde ich dann schon, glaube ich, darauf bauen, dass es auch Companies sind, die das, und das sind ja anspruchsvolle Dienste, das auch im Griff haben. Dem entgegen steht ja die Möglichkeit, dass es Open-Source-Entwicklungen gibt, zum Beispiel OwnCloud gegen die Dropbox, enthebelt sozusagen die Speicherplatzlimitierung, ich kann es selbst hosten und ich kann mir den Source-Code theoretisch, wenn ich es denn lesen kann, angucken. Oder die Bitcoin als Währung, die die Bank ersetzen könnte, wo sozusagen die Legitimation über die Crowd erfolgt. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass es in Zukunft gar nicht mehr ohne Programmierschnittstelle geht. Das heißt, ein Serviceangebot, das keine Programmierschnittstelle hat, wird verschwinden. Und da sind wir wieder beim Bäcker. Ja. Ja, in Zukunft, dann haben wir nämlich die Bäckereikette, die sagt, alle unsere Semmeln, alle unsere Brötchen, alle unsere Kuchenstücke sind genormt zertifiziert und haben einen Datenfeed dabei. Und wenn die kleine Bäckerei das nicht um die Ecke hat, dann wäre sie nach der Diskussion aber weg. Erstens das und zweitens wäre auch der Rückkanal ganz spannend. Ja. Als neulich die Schoko-Croissants von meinem Bäcker irgendwie eingestellt wurden, da gab es aber eine Demo von meinen Töchtern, die wollten, dass Schoko-Croissants wieder ins Programm genommen werden. Also es kann in beide Richtungen gehen und es muss auch in beide Richtungen gehen und das zu handeln ist eine große Herausforderung, auch für den Bäcker. Wie glaubt ihr, dass das künftig weitergeht? Braucht jedes Unternehmen seine eigene Service-Schnittstelle, seine eigene API? Oder gibt es Nischen, die sich durchsetzen können, ohne bei diesem Big-Data-Thema dabei zu sein? Schreibt uns das in den Kommentaren. Danke.
Ja, ihr seht, hier ist noch ein Platz frei und das heißt für euch, ihr könnt euch bewerben. Falls ihr eine Idee habt für die Spreerunde, bewerbt euch einfach auf spreerunde.de mit eigentlich jedem Thema. Das kann alles sein. Ob ihr jetzt eine weltbewegende Frage habt, eine ganz großartige Idee, ein Start-up oder eine wissenschaftliche Studie, meldet euch unter spreerunde.de oder hier unter den Kommentaren.